Da stand Death dran. Es stand am Spell dran. Mir kann keiner erzählen, dass das nicht alles geplant ist von Raphael. Auch, dass wir hier sind. I've been hoping to kill you ever since I met you. Hope. It always burns you in the end. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir sind ja letzte Mal in die Hölle eingedrungen, in das House of Hope. Und dieses wollen wir nun erkunden. Wir sollen dabei Hoffnung retten, wir sollen einen Hammer stehlen. Orphans Hammer hieß der, glaube ich. You laid with a goddess. You must have some sordid tales to tell. Sordid? I lay with the mother of magic herself. What we had was transcendent, euphoric, incandescent, not sordid. You actually made sleeping with a goddess sound boring. Incredible. Ja, Gail, was hast du dazu zu sagen? This place is all entrances. Errant's Soul. The Infernal Mason. Another sorry soul come to wander these halls. What do you seek? Lots of stuff, actually. Tell me what you know of this place. Despite appearances, this whole house is more of a prison than a parlor. Most here have no choice but to remain. I am one such. This is not my home, but I can never leave. Okay, what ties you to the House of Hope? I was an architect and a builder of tombs and temples, but mostly of towers. My proudest work reached for the stars and sought to dry Selena's tears. It was a monument to life and to virtue, and a happy home to my master for many years. What went wrong? Deaths in the family. Happiness rarely lasts a lifetime. When tragedy came, my master fell into darkness and despair. He marshaled a great army to ruin the world and bring all into shadow. I could not let it happen. I sought out the devil, Raphael, and signed an infernal pact with him. He promised to destroy my master's army, and I promised him my soul in return. The devil was true to his word. Fiends slaughtered my master's forces, but he endured somehow and blighted the land. This is a familiar tale. Are you the architect of Moonrise Towers? You know my work. Oh, I am glad it endures. Perhaps you also have the misfortune of knowing my master, Oi. General Catherick Thorm. Catherick is no more. I killed him. It all came to pass as I had hoped, though a century too late for my family and friends. Your actions may have justified the price of my soul. I thank you. Tell me, what became of my pride? What became of Moonrise Towers? The tower still stands, but it is a hollow place now. Perhaps one day, new life will find it. Thank you. Now go. Finish your business here and leave while you can. Na gut, das heißt, wir... Probably. Although I am 200 years out of practice, running water is no place for vampires. But perhaps I'll join you for a dip.
once everything is done, then we could see who's best. Die haben Diskussionen hier in der Hölle. Naja, also es sind auf jeden Fall nicht alle feindlich gesonnen. Gäste. Kann man mit denen reden? It seems Raphael is not always the best host. Der lässt seine Leute ein bisschen lange warten, ne? Ich meine, die müssen ja nicht unbedingt, ja, was heißt tot zu sein? Hier ist die Hölle, ne? Perfect Eternal Debtor. Ich weiß nicht, ob ich mit allen hier reden sollte. You? Are you good? Good in welcher Hinsicht? Are you good? I tried, but I don't think I can ever be good. Instead, I'll be perfect. Ja, das ist auch so viel einfacher. Okay, die haben nicht alle was zu sagen. I'll give it a shot. Auf der anderen Seite, das ist hier eine riesige... Was zur Hölle geht hier denn ab? Nubaldin. When is a door not a door? When it's a jam jar! We won't find a way out here. Or a way in. What is this place? This is the chamber of egress. The portals here crisscross the plains, but they won't open to the likes of you and me. This is how Raphael consults with his clients so efficiently, no matter the time, no matter the place, and it's how he stalks his prey. There must be something useful here. Oh, there is. There is. If you stare into the portals long enough, your mind starts to do cartwheels and tricks you into thinking you're falling into a horrible, yawning void. Das ist nicht gerade sehr useful. It's one of my favorite ways to pass the time. But you have no time to waste. Or time will be... Point taken. What you need from the house is in the archive. Not here. Ja, aber ich würde gerne mit dem Typen hier reden, denn der bewacht hier irgendwie die Portale. Stay out of my way. Don't touch anything and keep quiet. I've had enough pests bothering me today. I don't need another. What are you doing here? I used to work in the prison, ensuring no desirable people left the House of Hope. Now I guard the portals to ensure that no undesirable people enter. Was ist die bessere Arbeit? Why don't you work in the prison anymore? I made a mistake. Raphael doesn't tolerate mistakes. We had one house guest by the name of Gortash. Oh? A mischievous little blot of a boy. And he slipped through my fingers. Gortash was here? Lord Enver Gortash? Lord? Is that what he calls himself these days? The sniveling little shit. He was the son of a cobbler or some such meager tradesman, sold to Raphael by his loving parents to pay off a petty debt. Ach du meine Güte. Lord, indeed. I used to bruise my knuckles on his whimpering little face. I'd like to have snapped his neck. Warum holt Raphael ihn sich nicht einfach wieder? I'd like to snap his neck myself. Then why not get to the snapping of necks instead of the flapping of lips? I'm tired of you. Na gut. Nothing can harm me. Okay. Good for you. Schauen wir uns erstmal woanders um. Ich meine, dieses ganze Haus hat hier 20 Millionen Türen. Und anscheinend auch einen draußen. Kommen wir, wenn wir hier rumgehen, denn irgendwie wieder rein? Ich meine, hier sind Fenster, aber die sind ja alle zu. Ich weiß nicht, wie weit wir hier rum können. Passageway. Wo geht's da denn hin? Wand geht hier, ja, spring da runter. So tief ist es ja nicht. Warum kriegst du Schaden? Da stand nichts von Schaden. The jailer will swallow you whole if you take another step. And you won't be able to see me while you're being digested. You find my prison.
My body is held in chains just beyond. Presumably you intend to chew through the chains, cracking your teeth like eggshells. It won't work! The hammer is the only thing capable of shattering the chains. Okay, hier müssen wir später rein. I'll go find it. I hear you, won't you, blundering cricket? Ja, das habe ich jetzt verstanden. When you remove it, the whole house will go up in flames. Raphael will fly home furious. I'll make sure I'm ready. Ready for Raphael's homecoming? He'll use you as a handkerchief. No, no, no. Don't listen to me. You're going to do just fine. I'll be waiting. Like I have a choice. Was ist denn hier? Das ist der Spectator. Das ist Hope. Was ist denn, wenn wir gegen den jetzt einfach kämpfen? Der ist nicht so stark, wie der aussieht. Wenn das der Prisoner ist. Ich sehe hier aber auch sonst nichts anderes. Dann wäre es doch schon mal gut, wenn wir den erstmal aus dem Weg schaffen. Also ist Tyrion, kannst du den von hier aus wegsnipen? Ja, noch nicht ganz. Aber wenn wir ein bisschen näher rangehen. Can't have disadvantage against target. Okay. Na gut, wenn wir keine Disadvantage gegen das Target haben können, dann schieß ihn doch einfach mal so ab. Und direkt einen Crit schieß einfach nochmal hinterher. Mach ihn einfach komplett kaputt. Alter, ist Tyrion. Tyrion hat ihn komplett auseinandergenommen. Der hat noch 31 AP. Na, dann laufen wir ein bisschen zurück. Diese anderen, diese Vengeful Imps, die können, glaube ich, jetzt auch nicht viel machen. Die müssen ja erstmal hier rüber. Die kommen gar nicht hier rüber. Eldritch, wer schießt denn Eldritch Blast? Ist das mal. Die Imps schießen Eldritch Blast, okay. Da ist noch einer. Ja, gut, aber der ist auch noch weit weg. Na gut, Dix ist. Schieß einfach zweimal auf ihn und einmal auf ihn. Und damit ist der erste auch schon mal weg und der Imp auch direkt. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht machen. Wir könnten. Nee, wir brauchen gerade nichts machen. Wir warten, bis die hier hinkommen. Counterspell. Bauen wir erstmal hier rüber. Der müsste jetzt eigentlich hier rüber fliegen, oder? Ich? Meine Gale, du kannst dich gegebenenfalls mal ihm da anlegen. Wenn du das irgendwie schaffst. Der steht aber auch an einer scheiß Position, ehrlich gesagt. Kommen wir nicht an den dran? Ich meine. Wir haben jetzt nicht mehr genug Movement, um darüber zu springen. Ja, dann haben wir irgendwas anderes, was wir gerade auf den schießen können. Oder machen können. Wir könnten eine. Könnten die Globe of Invulnerability machen. Aber dann wiederum weiß ich auch nicht, ob wir die nochmal wann anders brauchen. Aber das hier ist schon eine sehr gute Ausgangsposition dafür. Ich weiß es nicht, aber der Kampf ist, glaube ich, gerade zu easy für uns, als dass wir das wirklich bräuchten. Wir machen einfach mal das hier. Aha, jetzt kommen sie mal in hier rüber geflogen. So, und dann können wir auch mal einen Guiding Bolt dahin schießen. Vielleicht einen Rang 3er. Auf ihn einfach. Und verfehlt bei einer 85%igen Hitchance. Sehr nice. Bis Tyrion, dann zeig du mal, wie das besser funktioniert. Also du könntest dich. Ah nee, das mit die Escape, das machen wir gleich. Wie sieht's denn mit so einem Cloud-Dagger aus, wenn du den hier so hinmachst? Dann ist der nämlich vielleicht gleich weg. Kommt ihr erstmal alle hier rüber.
Aua. Dixis. Knall ihn weg und ihn hinterher. Hab ich beide erwischt, weil ich in den einen gegrittet habe? Anscheinend. Das ist sehr nice. Und der Impf fliegt jetzt einfach mal hier rüber, wenn er kann. Not enough movement speed hier, aber fliegt trotzdem mal näher dran. Lockt die anderen an und lenkt ein bisschen das Feuer auf dich. Könntest ja rein theoretisch hier auch in Hiding gehen eigentlich. Das lockt die nämlich auch an. Die mit ihrem Eldritch Blast, ey. So, wir sprinten einmal. Und springen dann hier rüber. Und ja, bleiben dann da stehen. Der hat den Imp aus dem Leben gehauen. Und versucht, die Mumie aus dem Weg zu hauen. Naja. Gale. Target is too far. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich einen Ice Storm machen will, weil die können ja eigentlich, die fliegen ja eigentlich. Eigentlich sollten die nicht crownen können, oder? Ich könnte versuchen, den aus dem Weg zu schmeißen, aber... Vielleicht hier einfach so... Beth ist unter... Kann ich den hier rüberschmeißen? Ja, da so runter. Probier's einfach mal. Tschüss. Da stand Death dran. Es stand am Spell dran. Es stand Death. Und das Ding spawnt einfach wieder da oben. Natürlich. Ach, komm schon. Ja gut, was machen wir denn dann? Wir könnten so einen Boombeam hier hin machen. Das trifft, glaube ich, beide. Sag mir nicht, das trifft nicht beide. Die stehen so dicht beieinander. Da. Es hat ihn nicht getroffen. Er steht mittendrin. Aber es hat ihn nicht getroffen. Naja. Heal Gale mal noch ein bisschen. Auch wenn der jetzt wahrscheinlich nicht angegriffen wird, aber trotzdem. Styrian kann hier vielleicht so rüberfliegen. Einmal kurz aus der Form raus. Er kann da nicht wieder rein. Must take short rest. Ich habe mich in die Irre führen lassen von Cazadors Fähigkeiten, der das die ganze Zeit konnte. Aber natürlich kann er es nicht. Müsste hier nicht eigentlich auch noch ein Dolchfächer sein? Warum ist der nicht mehr da? Ja, dann macht ihr einfach sowas. Dann ist der Imp tot und der andere steht halt da rum. Und dann... Ja, und geh wenigstens in Hide oder so. Oder auch nicht. I don't know. Da ist noch ein Imp. Der kommt jetzt auch hier rüber. Aua, danke dafür. So, Dixis, du könntest jetzt ein... Hier, das machen. Dann dürfen die da nämlich alle nichts sehen. Und dann machen wir einfach noch eine Stage Fright, falls sie da rausfliegen wollen. Wunderschön. Oh, er fliegt raus. Oh, er kommt hier ganz hoch. Boah. Was soll das denn hier? Das ist ganz schön viel Schaden. So, jetzt Gale könnte eine Shockwave machen, weil ich will den eigentlich nicht so nah hier bei mir haben. Könnt ihr ihn auch nochmal darunter schmeißen? Ich weiß nicht, wo er dann wieder spawnt. Aber ich glaube in erster Linie, wie ich den da so rüberkriege. Und dann geh wieder in deine Ecke, Gale. Shadowheart. Einfach mal einen Rang 4er Guiding Bolt auf ihn. Dann ist er doch auch schon fast tot. Ist
Mysterion, kannst du draufhauen? Ja, kannst du. Dann hau drauf. Weg mit dir. Gab 1000 Erfahrung. Dann kannst du noch einmal den Imp abschießen. Peng. Dann ist er jetzt wahrscheinlich tot. Nicht? Er hat noch 3 HP. Woran ist er denn jetzt gestorben? Naja. Dort Rest. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall freie Bahn. Ich möchte aber gucken, ob die irgendwas dabei haben. Auf jeden Fall Gold. Die Imps? Die haben sogar auch einiges. Und zumindest der eine. Und der hat einen Ring. Burnished Ring. Für Paralyzing Ray. Haben wir nur einen Ring an? Müssen wir nicht 2 anhaben? So, das mit Radiant Orb. Das könnten wir wahrscheinlich ersetzen. Wie sieht's mit Gale aus? Ja, Arcane Synergy ist nicht schlecht und Dominate Beast. Ja, weiß ich zwar nicht, ob ich das irgendwann mache, aber ja. Movement Speed wollen wir auf jeden Fall haben bei Shadowheart. Resistance to Poison Damage, ja, warum nicht? Ist schon besser auf ihr. Styrian hat auch gar keine Halskette. Und Invisibility auf ihm ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, doch, das ist auch gut. Ne, dann kriegt Dix ist das auf jeden Fall ausgerüstet, den Ring. Das kann ich wahrscheinlich nicht. Okay, hätte mich auch gewundert, aber ich wollte es zumindest mal ausprobieren. Sonst scheinen wir hier nichts zu haben. Gut, dann gehen wir, glaube ich, mal den Weg zurück, den wir auch gekommen sind und gehen dann... Wir könnten den Imp eigentlich wieder heraufbeschwören. Und suchen dann mal das Archive. Never mind, anscheinend gehen wir den Weg nicht zurück, den wir gekommen sind, weil... Ja, wobei... Da ist irgendwie... Das ist genau eine Stelle, wo man hochspringen kann. Und Gale und Asterion haben da keinen Bock drauf, oder? Wollt ihr da bleiben? Als ob ihr das nicht schafft. Wahrscheinlich, weil das so präzise ist, checkt die AI das nicht so ganz. So, hier kommt ihr aber hoch, oder? Ja, okay, sehr gut. Asterion, kommst du auch? Der hat irgendwie keinen Bock. Was haben wir hier für eine Plague? Ross, the purest of all things that burn. Okay. Ein Inner Balcony. Wir könnten hier Sachen klauen, aber... Nee. Ich glaube, wir pissen Raphael schon genug ans Bein, indem wir überhaupt hier sind. Was haben wir hier oben? Ja. Wisdom? Okay. Was gucken wir uns da an? Oder was haben wir da getan? Gibt es davon noch mehr? Show your invitation. Wir haben keine Invitation, das ist unser Problem. Aber ich weiß auch nicht, ob wir da rein müssen. Leptos Attire, brauchen wir das? So, ansonsten würden die uns wahrscheinlich hier alle angreifen. Asterion Lockpick, das doch hier mal. Simple. Ich meine, es ist ja nicht verboten, da dran zu gehen. Zumindest laut Maushover. Klar. Ja. Nehmen wir doch einfach mal alles mit. About Creation of Orphic Hammer. Das ist vielleicht auch interessant. A detailed history of the Orphic Hammer describing the infernal workforce Raphael harnessed to locate and mine the rare materials used in its creation. And its intended purpose. Raphael hat den erschaffen? The hammer is not a weapon. It is an insurance policy. Its function is specific, but its utility is boundless. No chains forged by infernal hand can withstand its power, for its core is a metalliferous compound combining the purest essence of all 9 hells.
If I should ever need to liberate the prisoner held in the iron city of Dis to shatter the vaults of Nargis, or even to free the child of Gith, my hammer will be equal to the task. Ich weiß immer noch nicht, wo hier was ist. Gucken wir uns hier das mal an. Auch ein weiterer Balcony. Führt der denn irgendwo hin, wo wir hinwollen? Ich sehe nichts und das ganze Ding ist ja auch direkt mit Chasm gekennzeichnet, also wahrscheinlich eher nicht. Raphaels Archive. You look positively wretched. Perfect. Okay. Archivist. Raphael knows everything you think. Okay. Guest, are you a client of the Master or a visitor from elsewhere in the Hells? I do not believe you were invited. One moment. I shall consult the visitor schedule. His eyes flicker back and forth as if he is reading a book. He has the schedule memorized, or is carved into his eyelids. Most irregular. The schedule is all but clear, and yet you are here. Soll ich wirklich Detect Thoughts machen bei ihm? Ach ja, komm, warum nicht? Ist auch nicht so hoch, der Skillcheck anscheinend, aber mit einer 1 schafft man es natürlich nicht. Critical Failure, ja komm, probier's nochmal. Das kannst du besser. Das geht doch. No visitors expected. Other than Carilla Hearthflame and Virilius Receptor. Zariel's High Inquisitor. Ja, ich bin der High Inquisitor natürlich. Ich weiß nicht, warum du mir das glauben solltest, aber klar. Shadow Heart Guidance! Sehr gut, Shadow Heart! A thousand apologies, O majestic magistrate of the Infernal Court. Your mortal guise is so vile, I found it perfectly convincing. Ja, natürlich. I would prostrate myself before you and kiss your calluses. But my spine is ruptured in a thousand places. You do know how Raphael likes to play. As always, the archive is yours to peruse. You'll find everything accounted for, and I can present documents of procurement if necessary. Could I take a look at the Crown of Karsus? Most droll, Inquisitor. As you well know, the Crown of Karsus is lost. Stolen from Mephistopheles by gods kissing mortals. My master certainly had nothing to do with any of that business. I might have to confiscate some of these artifacts. You may examine them, O diabolical dominatrix, but they cannot be removed unless you present a writ of infernal requisition with Article 152 correctly filled out. Any new highlights in the collection? A fine pair of gauntlets that allow the wearer to twist the head from even the most resilient malingerer. An amulet that causes the blood to surge and the heart to swell, along with other parts. Most invigorating. And awaiting installation, we have secured a rod that gathers the weave around it in great quantities, just as surely a shit gathers flies. Ja, mal sehen. I'd like to see the hammer, please. An exquisite and most unique artifact, crafted with materials hewn from the depths of the Hells by Raphael's Merrigan labor force. As it was created by Raphael himself, we have no documents of procurement, nor do we require any. But if you wish to examine the artifact itself, you are more than welcome. As part of the special collection, that item is guarded by a master word that even I do not know. I suggest you wait until Raphael returns, and you can discuss the matter with him. You are welcome to relax in the boudoir until then. It is where Raphael conducts his most private matters of business and pleasure.
You will need this to gain access. Vielen Dank. The resident of the boudoir will wish to explore every inch of your new form. And I'm sure you will be happy to share. Dann schauen wir doch mal die anderen Artefakte hier an. Das ist dieses Amulett, ne? Sieht aus wie eine Erdbeere. Ja gut, ein Herz, eher. Examine. The wearer's constitution score to 23. The enchantment has no effect if their constitution score is higher without it. Okay. Just out of view. Du, geh doch mal an die... Warum guckt ihr ja alle hier? Achso, das ist Gale. Ich dachte, das wäre einer von den Souls. Der Archivist verfolgt er mich. Stand er nicht doch gerade hier? Ach nee, das war er. Nee, eigentlich gerade nicht. Das sind diese Handschuhe. Was machen die denn? Examine. Strength saving throws plus one. Set the wearer's... Alter. Das brauchen wir auch auf jeden Fall für Shadowheart. Und hier drin ist wahrscheinlich dieser Stab. Wir haben auf jeden Fall andere Sachen, wieder Bilder und sowas, die aber auch nicht wirklich was wert sind. Okay. Ist Tyrion? Someone there. Ich meine, könnte mich auch schnell unsichtbar machen. Und so will ich auf jeden Fall. Go. Schnell, 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 schnell. Something over there. Oh fuck. Mir wurde zwar gesagt, dass wenn ich den Orphic Hammer remove, was passiert, aber nicht, dass wenn ich irgendetwas remove. Eventuell gibt es jetzt Ärger, aber jetzt können wir auch noch das nehmen. Vielleicht hätte ich das zuerst disarmen sollen. Kann ich ja nicht einfach was anderes draufstellen. Ich meine, jetzt ist es eh zu spät. Ja gut, was hat Shadowheart denn für eine Constitution? Die ist auch nicht so hoch, aber was hat sie für ein Amulett angelegt? Spellslot Restoration. Das ist eigentlich besser für sie. Sie kriegt dann auf jeden Fall die Handschuhe. Aber was hat sie dafür welche angelegt? Für Telekinesis. Ja gut, das ist egal. Das heißt, das hier kann Asterion anlegen, weil der das noch nicht hat. Und die hier kann Shadowheart bekommen. No time to waste. Der ist so fucking tankig jetzt. Und Shadowheart ist so stark. Und wo ist dieser Stab oder diese Rod? Wenn wir schon dabei sind... Trust no one. Jetzt können wir auch hier alles auseinandernehmen. Okay, diese Display Cases hatten jetzt auch nichts Besonderes dabei. Aber ich frage mich wirklich, wo diese Rod ist, von denen er erzählt hat. Weil die sehe ich hier nirgendwo. Hier draußen ist ja auch nichts. Vengeance, the most delectable of poisons. Okay. Through the telescope, a sinister vista sprawls before you. Boiling rivers and sheer crags. A sight of the hells that you'll never forget. Okay. Ja, gut. There it is. The Orphic Hammer, right within reach. A magical field surrounds the item, preventing you or anyone from touching it. You surmise it's controlled by a vocal component. Magic words. Reach out to sense how far you can reach before being repelled. Before you can reach out, a compulsion in your head stops you. No, it seems to say. It is I, Raphael. Lower your defenses. Nothing happens. Hätte mich auch gewundert. The Orphic Hammer. Ja, gut, when the Orphic Hammer strikes like thunder,
Even astral chains are torn asunder. Ja gut, aber von dieser Rod ist trotzdem irgendwie keine Spur hier. Es gibt anscheinend auch keine zweite Etage, zumindest keine einsichtige. Und ansonsten ist hier auch nichts mehr. Naja, gucken wir mal, was uns... Vandalism, thievery, murder, dawdling with intent? What crime did you commit? Doesn't matter, because it was the wrong crime! You didn't steal what you came for! But there's no turning back. You need to leave, and you need to take me with you. But without the hammer, you can't take me anywhere! Find the hammer! Cross the hall! Break my chains! I'll be there. Oh, there's a cockroach! Lickety split if you don't mind! Alles gut. Ich meine, was soll hier schon passieren, außer dass die jetzt alle angepisst sind? Tyrion? Ich glaube in dir. Die explodieren! Tyrion, lauf! Ich meine, gut, die haben jetzt auch nicht sehr viel Leben. Das Explodieren war ein bisschen Überraschung, aber ansonsten braucht keinen Luck hier. Still alive, so that's progress. Another step forward. Ja. Was zur Hölle ist das? Eine Hellsphere. Wenn jetzt hier noch ganz viele Sachen aus den Löchern kommen, dann kriegen wir eventuell doch Probleme. Vor allen Dingen, die ist fucking stark. Hier brauche ich vielleicht schon ein bisschen Luck. Einfach für den Zusatzdamage. Und dann. Eigentlich sollten wir uns alle hier rein zurückziehen. Eben fliegt er einfach mal hin. Ich hoffe, du stirbst nicht an dem Feuer. Und dann hau drauf. Ja, keine Ahnung, Gale. Schieß ein paar Blitze drauf. Und geh rein. Shadow Heart. Vielleicht eine Sacred Flame. Ich glaube, wir wollen uns noch ein paar Spellslots sparen. Uff. Ja, ist Tyrion, lauf. Schieß und mach die Tür zu. Und wir können einen Multi-Attack versuchen. In Welle Target? Und hau einfach so da drauf. Du machst ja fast überhaupt keinen Schaden. Kannst du Türen öffnen? Ja, kannst du. Dann auf rein und mach sie zu. Another fight. Let's go. Seems simple enough. Hör auf. Ausschießen. Hör zu. Eben hau einfach drauf. Hör auf. Rausschießen. Und Tür zu. Hör auf. Ausschießen. Tür zu. Wir haben ein Problem mit dieser Taktik. Wir haben keine Tür mehr. Tyrion, lauf. Vielleicht kommt es ja nicht rein. Ja, so much for peace. Indeed. Wie lange bleibt dieses Hellfire jetzt noch da? Ich überlege gerade, was jetzt schlauer wäre, aber wahrscheinlich ist es besser... Warte mal, wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen doch hier hoch wieder. Wir müssen doch zu diesem Vorhang, der ist ganz hier oben. Dann müssen wir einfach hier rumlaufen. Eieiei, das wird kritisch. Hier ist Tyrion, probier nochmal hier auf ihn drauf zu schießen. Wer ist denn hier noch nicht im Kampf? Dix ist okay. Weil er sich versteckt. Das heißt, du kannst ihn einfach wegblasen.
keep your distance, darling. Das ist eine Ratte. Was hat die denn zu sagen? Und warum leuchtet hier was? I'm in two minds. The rat and the man and the rat, they gnaw at one another. Which one will be the meat and which one will be the tooth? How did you end up here? She did my jumps, took everything and ran. The kindly devil hid me from them, made sure they'd never find me. I skitter now, best at the litter, and hungry, want victuals sweet with a rot. Simpler life, but harder. Oh, wurde das gerade schwarz? What path lies before me? Hier da oben ist direkt der nächste. This calls for careful footwork. Dixus geht in Hiding und Asterion knallt ihn ab. Let's move. Yes. Don't mind me. Und Dixus knallt ihn danach weg. Sehr schön. Oh, hier sind aber richtig viele. Wir können uns leider auch sehen. Wir können aber auch nicht hier unten rum, weil hier auch richtig viele sind. Ich meine... Arlep, wer ist das? Der könnte ein Problem darstellen. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus... vielleicht an den ersten dran kommen. Probier einfach mal. Nicht ohne einen Kampf zu provoken, aber immerhin. Dann probieren wir doch mal hier so einen Hangar auf Hader hinzumachen. Soweit du halt kommst. Und Gale. Die Sache ist, die sehen uns jetzt nicht mehr, das ist der Vorteil. Ich glaube, Gale macht hier einfach so einen Ice Storm hin. Can't afford to stay idle. Und Shadowheart. Die auch noch irgendwas an AOE? Ich glaube gerade nicht. Wo ist denn unser Devil hier hin? Was ist mit ihm passiert? Shadowheart, probier einfach mal die. Wie ihm sind alle schwierig zu treffen. Mit dem Guiding Bolt einfacher, oder? Ja. Und mach einfach mal Rang 1 auf ihn da. Natürlich, verfehlst du. Asterion, kannst du überhaupt noch irgendwas machen? Natürlich nicht. Dann end turn. Was ist dein Plan? Du stehst da rum. Weißt du nicht, was du tun sollst? Ja, ich auch nicht. Inkubus und Gale, was macht ihr denn da? Lass das bitte. Okay, der sollte da nicht rauskommen. Nee, der stirbt. Der Hangar auf Eda ist nicht so ganz optimal gesetzt, aber naja. Was will man machen? Wir laufen einfach mal hier hin und bleiben hier stehen. Shadowheart, heal am besten Gale hoch, weil du kannst immer noch eine Bonusaktion machen. Am besten mit dem Rang 4er auch schon. Nothing will stand in my way. Und Dixus zieht die jetzt am besten mal alle hier rein. Das müsste doch gehen, oder? Ja. Geht alle schön in den Hangar, da seid ihr erstmal schön gefangen. Und dann, ich weiß nicht, kriegen die Feuerschaden? Ich meine, ich könnte einfach mal so eine Wall of Fire probieren. Ich weiß noch nicht, ob die Feuerschaden kriegen, aber naja. Oh, das wird aber die Concentration kaputt machen. Ne, dann mach mal einen Feuerball einfach.
Immune to Fire Damage, aber irgendwer hat Fire Damage bekommen. Ja, wenn sie Immune to Fire Damage sind, macht man ein Lightning Bolt hier durch. Und der muss ja eh da durchlaufen. Sirion? Wo ist denn jetzt hier der komische Boss? Der liegt da anscheinend irgendwie auf dem Boden. Dann knall den einfach mal ab. Und am besten auch Bonus-Hit direkt hinterher. Der ist... Ach, der Styrian macht so viel Schaden. Das ist geil. Die Mumie bleibt einfach mal hier so stehen. Blockiert den Weg. Und Shadowheart... Probiert's mal mit dem Guiding Bolt auf ihn da. Rang 2. Nächstes knall die Imps weg und einen dann auch noch auf ihn da. Okay, er ist schon tot? Nee, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Naja. Das könnte sonst auch Gale übernehmen mit einem Lightning Bolt, der hier einfach durchgeht nochmal. Haben wir dann noch einen Imp. Der aber im Hangar drin steckt. Wieso kann der rausfliegen? Der sieht doch gar nichts. Kannst du ihn einfach hauen? Was ist jetzt mit ihm da? Er steht da halt einfach rum. Ich weiß nicht, was wir mit ihm anfangen. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er tot. So, dann machen wir nochmal eine Short Rest. Und dann schauen wir mal, was die jetzt alle dabei hatten. Vor allem der Devil. Der Devil ist wahrscheinlich auch der Einzige, der überhaupt was dabei hatte. Nämlich einen Schlüssel und Handschuhe. Helletech Rolls. Das klingt eigentlich sehr gut. Your Weapon Attacks. Ja gut, mit der Waffe greifen wir nicht so häufig an. Aber das könnte an sich an Gale geschickt werden. Ich weiß nicht, was der gerade für Handschuhe trägt. Ja doch, die nimmt er auf jeden Fall. Statt die anderen. Gut. Dann können wir jetzt hier rein. Ne? Das ist das Boudoir. Dann können wir auch noch ein paar Chests hier looten. Hier ist so viel Zeug drin, ne? Ja, das House of Hope, das lässt sich gut plündern. Ich frag mich trotzdem, wo dieser Stab ist, von dem der eine Typ gesprochen hat. Den habe ich nicht im Archive gefunden. Ich weiß nicht, ob der sonst irgendwo anders ist. Hier ist nur Gold drin, aber naja. Okay. Restoration Fountain. Das ist ja huge. Können wir da auch unsere Spellslots restaurieren? Oh yes. Please. Gale hat's auch abbekommen, ne? Ja, das ist richtig gut. Dann war die Short Rest nicht nötig, aber das macht auch nichts. Raphaels Bett. Gaming Hope Part 2. Wo ist Part 1? Ich glaube, das hatte ich irgendwo gesehen. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Hope, what's that? Good morning, sweetling, how are you? What is that? This? Oh, nothing really. Just a little curiosity. Hope, my tenacious petal clinging to the flower. Despite winter, nature and all common sense, this is an Omuan dreamcatcher. No? No recognition? Well, alright. This tinkly feathery device is a jar for dreams, currently too bursting, full of too bursting. I don't mind telling you. Stop! Stop what, dear one? Jangling it like that. I'd like you to stop. You hear them then? The captured dreams of frightened children? The Umuans, a clever people, Hope.
The children slept like stones. No boogeyman or creepers invaded their imaginations in the tenebrous dark. No, those fishermans went in here and they got to know one another. A social house for nightmares. These things that go bump in the night live inside this dreamcatcher. And they are dying to meet you. Raphael, don't go! Serve me then. Damn you, pride, and serve me with your whole heart. Hope, with her eyes fixed on the dreamcatcher, then averting to his... Raphael is stunned to see her eyes narrow. No, no, I won't do it. I see. How naughty of you. As Raphael and I left, I chose to linger and listen at my sister's closed door. She was alone with the dreamcatcher. I heard her breathing grow heavier. Then sharp frozen silence, then Hope began to scream. Aber das ist nicht hier, ne? Oder ich sehe es zumindest nicht. Was wollen wir hier? Wir haben den Questmarker hier. Ich kann mich in Raphaels Bett legen, aber das bringt glaube ich nichts. Hier ist ein Knopf. Aua! Weißt du was, bevor wir den aufmachen? Heal ich mich nochmal, weil warum nicht? Wir haben die Dinger ja hier. Kommt alle hier rein. Unser Freund hier kann nicht geheilt werden. Kann der das nicht benutzen? Anscheinend nicht. Naja. Ist der hin? Lockpick das Ding doch einfach mal. Das ist für Assyrian natürlich überhaupt kein Problem. Der kriegt alles auf. Soul Coin. These coins can power infernal engines. Ist das nicht wichtig für wie ist sie? Karlach. Karlach hieß sie. Raphael's Notes. The actors have finally reached Baldur's Gate, so I can commence the next stage of my play. They have learned the Astral Prism's secret, but I will tell them that I have the key, the Orphic Hammer, the only thing that can break the prince's chains. The hammer will be kept safely in the archive, protected by a password. What shall it be? Perhaps, give me my heart's desire. A keyword. This will help us get what we need from the archive. Mir kann keiner erzählen, dass das nicht alles geplant ist von Raphael. Auch, dass wir hier sind. Das ist viel zu einfach. Als ob der einfach sein Passwort irgendwo rumliegen lässt. Warum sind hier so komische Leuchtflecken? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber wisst ihr was? Ist Tyrion? Lockpick mal diese Door. Nevermind. Du brauchst sie nicht lockpicken. Ich sehe einen Hebel. Wenn dieser Hebel nicht für die Tür ist, dann weiß ich auch nicht. Aha. So, hier drüben sind ganz viele von den Typen. Ich weiß nicht, ob ich die vorher aus dem Weg räumen will. Weil Plan ist, hier durchzulaufen. Irgendwie zum Prison zu kommen, gegebenenfalls. Hope zu retten und dann abzuhauen. Wird ein bisschen längere Folge heute anscheinend. Kommst du da nah genug dran, als dass du schon mal einen abschießen kannst? Wir sollten alle in Hiding gehen. Kannst du so weit schießen von hier? Ja, es geht. Sehr schön, Asterion. Ich weiß ja nicht. Aber schieß die doch einfach mal weg. Einen auf den. Und zwei auf die hier. Wir sind noch im Kampf. Gale? Ice Storm? Hier so hin. Sehr schön, Gale. Ixis? Sollen wir ein Black Hole? Ja, warum nicht ein Black Hole? Alle einmal schön in die Mitte.
Und Asterion kann gerade nichts machen, dann bleibst du einfach mal da. Und wir können uns auch nur noch zurückziehen, das tun wir auch mal. Wir haben aber noch eine Shadowheart, die was machen kann. Ganz einfach mal einen Flamestrike hier. Ach nee, die sind hier immun gegen Feuer. Haben wir irgendwas anderes, was AOE macht? Ich glaube gerade nicht, oder? Nicht mit Shadowheart. Ich meine, wir könnten einen Planner Ally rufen. Ich weiß nicht, was die alle machen. Deva, klingt gut. Ruf die einfach mal hier hin. Der sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann schießt einfach mal noch so einen geiligen Boltrank hier. Wir können ja eh gleich wieder zur Front gehen. Bumm. Was kann der so schönes? Der kann wiederbeleben. Wraithful Smite. Ja, hau ihn doch einfach mal kaputt. Oder ihn vielleicht sogar. Sehr guter Critical Miss. Aber bleib da einfach mal stehen. Du tankst das. Nein. Bleib doch bei dem da. Counterspell. Was ist das? Warum haut die alle von ihm ab? Aua. Jetzt hört doch mal auf hier. Gale, lauf zurück. Der ist surprised, das ist sehr gut. Der nicht. Aber der kriegt einen Hit ab. Du kannst gerade nicht viel machen. Ja, heal dich einfach mal selber ein bisschen. Tyrion. Dolchfächer hier so hin. Und du hau auf ihn drauf. Und dann stell dich von mir aus hier neben, damit der nicht abhauen kann. Wir casten jetzt mal Black Hole neu hier rein. Und machen dann noch einen schönen Hangar. Das tut mir sehr leid für euch da drin. Boah, da ist einer noch explodiert, aber der kann auch direkt sterben. Wie lange bleibt jetzt dieses Planner Being? Wir gehen auf jeden Fall einmal schnell zu fahren. Irgendwie hinterlassen wir hier überall so weiße Dinger. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ob das irgendwas damit zu tun hat, dass ich im Kampf bin und dann sneaky und auch andere dazu hole? So, alle werden geheilt. Das ist ziemlich OP. Sollen wir hier erstmal alles clearen? Ich glaube, das wäre sinnig, ne? Wo kommt das Ding denn jetzt her? Ordentlich Damage und zieh dich ein bisschen zurück. Jetzt aber mal echt, wo kommt das Ding her? Ich war hier doch gerade schon, da war es noch nicht da. Mach einen Wrathful Smite da drauf. Und verfehl, natürlich. Dann kick das Ding erstmal ein bisschen zurück. Das steht sehr nah an uns dran. Dann mit dem Quick Spellfinger mach das einfach nochmal. Einfach Damage drauf. Wir müssen es downbursten. Wenn wir das hier machen? 80%? Saved, natürlich. Hau da mal drauf. Shadow Heart, hol einfach mal die Spirit Guardians hervor. Ein bisschen Radiant Damage auf mein Fühl. Und dann. Kannst du den hier eigentlich heilen? Can't target undead. Ja, gut, ergibt auch irgendwie Sinn. Hau noch mal drauf hier. Jetzt aber. Boom. Macht irgendwie wenig Schaden bei dem Ding. Meine Güte, warum geht es denn nicht kaputt? Mindblast.
Null Damage, okay. Sehr gut. Ding hat noch 10 HP. Aber es kommt da nicht weg, ist die Sache. Jetzt noch 2 HP. Assyrian. Geht doch. Und direkt wieder healen gehen. Weil die Sache ist, das Planner Being ist jetzt zwar weg, aber eigentlich müssten wir das doch neu heraufbeschwören können. Den Planner Ally. Weil warum nicht? Ich hole auch einfach mal einen anderen, dann kann ich die alle mal ausprobieren. Oh, guckt mal. Das ist ein Teufel. Passenderweise. Und dann können wir uns hier einfach healen gehen. Kann ich jetzt noch mehr heraufbeschwören? Okay, dann verschwindet der andere. Das wäre sonst auch ziemlich OP gewesen. Aber... ich meine, so einen Tank zu haben ist nicht schlecht. Was wäre denn der dritte? Der ist nämlich noch tankiger. Es ist ein Genie. Ja, dann nehmen wir den doch einfach mal. Wir brauchen etwas Tankiges. Und Dixus könnte rein theoretisch Tod heraufbeschwören, aber... oh, den Vengeful Imp, den können wir benutzen. Oder... vielleicht ist es auch der Teufel? Ich weiß es nicht. So, wie kommen wir denn nochmal ins Prison? Das ist hier lang. Dafür ist jetzt alles frei, glaube ich. Swift as my feet can carry me. Ich meine, wir laufen den Weg hier nochmal lang. Ne, da unten ist noch einer. Aber den können wir uns auch kurz vorknüpfen. Und damit haben wir sogar ein Level Up. Zumindest Gale und ich aus irgendeinem Grund. Na gut, warten wir damit mal noch. Okay. Ich glaube, wir haben den Weg jetzt größtenteils freigeräumt. Das bedeutet... ich guck noch einmal hier am Portal, aber hier... ganz ruhig. Schön, Gale. Also, Hope hat uns die Tür zugemacht, sehr arschig, aber ich wollte sie eh nicht zurücklassen. Ich wollte nur gucken, ob da Gegner sind, damit wir gleich schnell abhauen können. Aber okay. Was ist das? Der Weingoblet? The spilt wine is laced with the perfume of an exquisite poison. An unexpected treat. Ja, gut, aber... ich weiß nicht, was mir das dann sagen soll. Aber egal. Ich meine, wir haben hier noch ein Display-Case, was wir nicht aufgemacht haben. Vielleicht sollten wir das nochmal schnell machen. Also, Asterion, mach dich ans Werk. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass dieser Stab da nicht drin ist. Aber es würde mich sehr stark wundern, wenn so ein Stab in das Ding da passt. Aber ja, wir schauen einfach mal. Nee, es ist eine Kette. Die können wir irgendwann verkaufen. Natürlich. Dann, Dixis, mach das mal hier offen. Which you seek is still so close, yet so far. Speak the magic words. Give me my heart's desire. Ich speichere lieber nochmal vorher. The magic blinks away at your words. Das würde mich overcomen. Wir müssen irgendetwas wegschicken. Dann nehme ihn dir mal. Immer noch kein Level-Up für Shadowheart und Asterion. Naja. Gut, dann müssen wir jetzt ganz schnell ins Prison. Und dann müssen wir hier ganz schnell wieder raus. Bitte keinen Fallschaden. Da steht nämlich nichts von. Okay, danke. Ja, jetzt... is tumbling down and Raphael striding across the plains to come catch a mice. I swing that big beautiful hammer, crack open my chains and let's get out of here. It's time to fly this coop on a hope and a prayer.
Let's do this. You sound so brave, but we really don't have a choice. Kann ich das Ding da direkt verwenden oder muss ich es wirklich ausrüsten? Geh mal davon aus, ich muss es ausrüsten. Ich bin nicht wirklich proficient mit Hämmern, aber hau einfach mal drauf. Wo ist er denn? Lieg hier am besten mal hoch. Und hau drauf. Jetzt haben sie auch ein Level up. We must dress the Hollyphant in the room. You can see how you avoid looking at me. I must be so terribly mutilated after all these decades of torture. What? Don't hold back. Tell me how bad it is. You're beautiful, Hope. I'd blush if they had left me any skin to redden, and I would kiss you if they had not worn off my lips. No, really, you look fine. You truly are the kindest fool I've ever met. Aber sie sieht doch ganz normal aus. Carve away to the entrance hall and chop Raphael into messes. That's the hopeful version, of course. The likely version is that we are the messes and he is the chopper. Onwards! Okay, ich möchte erstmal wieder meine Dolche ausrüsten, wenn ich darf. Wo ist Hope jetzt eigentlich hin? Ich sehe sie nicht mehr. Shadowheart, möchtest du auch mitkommen oder gefällt dir da hinten so gut? So, Hope ist anscheinend irgendwie bei uns. Aber sie steht halt auch da hinten jetzt rum. Genauso wie meine Mumie, die vielleicht auch mal mitkommen sollte. So, ich will jetzt nicht unbedingt wieder durchs Prison, deswegen gehen wir jetzt auch alle hierher. Das wird zwar ein bisschen dauern, da jetzt alle hochzukriegen. Aber das wird schon. Kommt alle hinterher, die ihr könnt. Das Shadowheart kann da einfach hochspringen, gar kein Problem. Der Imp kann hochfliegen. Und ich weiß, dass ihr da auch hoch könnt. Es ist nur sehr finicky. Der Genie, kann der nicht fliegen? Der kann irgendwie nicht mal springen. Er kann sich aber teleportieren. Also teleportiere dich mal hier hoch. So, es sind alle angekommen. Dann ist die Frage, ich glaube, wir sollten mal eben das Level up durchführen, auch wenn der Styrian das noch nicht hat. Weil wir jetzt eventuell gleich auf Raphael treffen. Xas Level 12 Warlock. Gain a spell, replace a spell, new feature. Spells. Was haben wir denn hier so? Hold Monster? Nein, danke. I don't know, was wir sonst noch verwenden können. Was überhaupt sinnig wäre. Flight auf gar keinen Fall. Ja, anscheinend kein hoher. Vielleicht die Gages Form. Ich glaube, die ist ganz sinnig. Und die Eldritch Invocation. Ich glaube, Fiendish Vigor ist ganz gut. False Life, ein bisschen Temporary Hitpoints. Ich weiß nicht, das alles andere ist irgendwie nicht so toll. Aber ein Feed können wir noch bekommen. Und ich glaube, da nehmen wir einfach Ability Improvement. Ein bisschen mehr Ability auf. Ja, ich glaube, Charisma einfach 2 Punkte. Und dann machen wir damit auch noch mehr Schaden. Accept. Shadowheart, Level 12, Cleric. Kriegt auch einen neuen Feed. Ich glaube, da nehmen wir auch einfach das Ability Improvement. Und improven dann ihren Wisdom-Stat. Wobei gegebenenfalls auch noch ihren Dexterity-Stat. Wir wollen das hier auf einen geraden Punkt bringen. Ich glaube, das ist ganz gut. Gale. Level 12 Wizard. 2 Spells und ein Feed, was wahrscheinlich auch das Improvement sein wird. Chain Lightning. Das klingt eigentlich ganz gut, wenn die auch offen, ja, alle so aneinander hängen, ne? Ich glaube, dann nehmen wir mal die Wall of Ice tatsächlich. Und vielleicht noch einen Rang 5er, vielleicht so Conjure Elemental. Dann kriegen wir noch mehr Sachen. Und wir machen auch das Ability Improvement, machen einen auf Intelligenz. Und dann vielleicht noch einen auf Constitution. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Das passt ganz gut.
Und dann würde ich sagen, Gale, conjure doch einfach mal dein Elemental, was du gerade noch nicht hast. Das müssen wir einmal in dein Spellbook. Wenn wir noch irgendwas anderes haben, wir wollen vielleicht auch die Wall of Ice. Wir haben aber nur einen Rang 6er Spellslot. Dann vielleicht auch nicht. Wir wollen auf jeden Fall bei ihr noch ein paar Spells tauschen oder ergänzen. Weil wir brauchen zum Beispiel Daylight, brauchen wir jetzt nicht mehr. Stattdessen vielleicht wieder Inflict Wounds, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Insect Plague. Könnte man auch überlegen. Statt Command, das werde ich eh nie anwenden. Dann machen wir das mal so. Ja, dann kann Gale nochmal sein Elemental heraufbeschwören. Und ich glaube, ein Water Elemental ist auch ganz gut hier, ne? Weil gegen Feuer Damage sind sie immun, gegen Water sind sie vielleicht schwach. Ich weiß es nicht, aber wir holen es einfach mal hervor. Dann würde ich sagen, benutzen wir noch einmal die Fountain, damit wir alle frisch aufbereitet sind. Und dann stellen wir uns gegebenenfalls Raphael, wenn wir nicht sogar einfach abhauen können. There are three things you need to know about Raphael. Okay. He's almost home like closer than a kiss. Okay. His favorite color is blood. Okay. And he probably knows a thousand ways to kill us. Das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt wissen muss. It's going to hurt. Schnell raus hier. Das war ja klar. And the air becomes thicker. The master of the house is coming. Hi. You. Hi, wer bist du? Hi, wer bist du? There are many things in your world that I loathe. Litters of kittens. Ich glaube, den einen Typen haben wir schon getötet, oder? The noise and the chaos of it all. In my world, in my house, there is order and there is decorum. You came here uninvited and you stole from me. Ich weiß nicht, was du meinst. You brought the chaos of your world into mine. I will not abide it. Kann ich nicht so Deception machen? Roll Deception. Ich habe nichts geklaut. Okay, du kannst gehen. Your house is in disarray. The guards couldn't stop me from freeing Hope. Sister, oh sister, I've wept and I've cried, but all would be well if you were by my side. Oh, Hope. You are such a piteous thing. All it takes is a crumb from the table and you forget the centuries of starvation. This insolence has earned you centuries more. Carilla, tell our unwelcome guest about your role in their tragic downfall. I permitted you the freedom to decide your own fate. You could have been smart, selfless, saved the world. Instead, you came here and risked everything. Ich weiß nicht mal, wer It's du bist. The fatal flaw of mortal kind. Take away their free will and they call you a tyrant. Allow them to indulge it and they become tyrants. You would have been heroes if you'd only dealt fairly with me. Instead, you're not so different to doomed Karsus, overreaching your limits and burning your world to ash. Wrong, wrong, wrong! They will save their world and smash you to smithereens. It's this charming naivety that makes your company such a joy to me, Hope. I'll even forgive this little rebellion, once you're suitably chastised. This isn't a rebellion. It's a revolt. I'm revolting! Then Hope dies today. Commander, you can salvage a trophy from these insects when I'm done with them. These insects struck me down beneath the Shadowlands. They are worthy opponents.
Ja, es war der. Skulls will make fine trophies. Persuasion, join the winning side. Raphael doesn't stand a chance against me. 30. Ja, komm, hauen wir alles drauf, was wir können. Das sieht doch ganz gut aus. To stand against the devil in his own home. That takes courage. I'm with you. Okay. How tiresome. Am I to understand that you wish to die with them? I wish to fight with them. It's all the same in the end. If you have any last words, make it quick. It will only take a moment to finish you. Ich finde ihr nur zu zweit seid. I've been hoping to kill you ever since I met you. Hope. It always burns you in the end, little mouse. Now, down comes the claw. Ja, das hab ich schon. Muss ich die Pillars kaputt hauen? Ist hier auf einmal so epischer Gesang. Ich weiß nicht, was die Pillars machen, ist das Problem. Styrian, zieh dich mal ein bisschen zurück. Die machen ganz schön viel Damage. Aber die Musik ist sehr episch. Der Water Elemental. Er kann healen, das ist sehr gut. Ich meine, wir haben ja eh noch keinen wirklichen Damage gemacht. Da können wir auch alle heilen. Das benefitet ja nur uns. Er hat 666 Leben. Oh Mann. Ich glaube, es wird Zeit für die Divine Intervention. Prozent Chance? Das ist nicht gut, aber... Ja, komm. Alter, warum hat sie das gekillt? Und warum hat das allen Schaden gemacht? Hätte ich vielleicht drauf achten sollen, aber naja. Nächstes. Mach ein Black Hole hier hin. Und dann speer von mir aus alle auch dich in diesen Hangar ein. Wobei du... Ah, nee, du kannst nicht abhauen. Erst wenn der Hangar liegt. Scheiße, dass sie so häufig angreifen, ey.
Kann er ihr aufhelfen? Nein. Aber er könnte hier rüberfliegen und die nicht rauslassen. Ah, er ist aber leider noch im Hangar drin. Naja, hau drauf. Ihr schmeißt die doch nicht aus dem Hangar raus! Bist du wahnsinnig? Kannst du ihr aufhelfen? Auch nicht. Dann hau einfach auf das Ding drauf. Ist irgendwie scheiße, dass du genau Raphael aus dem Hangar rausgeschmissen hast. Aber er geht auch einfach wieder rein, weil er dumm ist. Ich weiß halt nicht, was mit diesen Pillars hier oben ist. Oh naja, wir kreieren erstmal eine Ice-Service-Surface. Oh, es ist alles Eis. Ja, das lag wahrscheinlich am Wasserelementar. Dann würde ich sagen, bleibt da am besten stehen. Und Hope. Rescue Wounds. Ist wahrscheinlich ganz sinnig. Können wir zweimal das gleiche Target auswählen? Nein. Ja, dann I don't know. Ordentlich geheilt. Und was ist das? Mass Healing Word. Ja, hau das einfach noch hinterher. Vielleicht sollten wir doch erstmal die Ads töten. Bevor die irgendwie Mist machen. Explosive Icicle. Weißt du was? Flieg da erstmal aus dem Weg. Du konntest dich doch. Oder. Mach das. I don't know. Vielleicht sollten wir ihn da angreifen. Ja. Und dann warp dich einfach mal hier hoch. Let's finish this. Du hast nicht viel zum Finishen, Shadowheart. Kann sich nur erstmal ein bisschen healen. Ja, wir finishen die mal am besten, die wir finishen können. Weg mit euch. Ein Biss auf sie, aber sie liegt, glaube ich, eh noch im Hangar. Und dann recast einfach nochmal Black Hole. Zieh die alle nochmal hier in die Mitte. Je länger ihr im Hangar seid, desto besser. Imp, geh hier einfach mal raus und flieg vielleicht hier hoch, hau auf den Pillar drauf. Ich weiß halt nicht, was die bringen, aber das... Jetzt geht hier schon wieder der Gesang los. Bitte kick die doch nicht alle raus wieder! Weißt du, wofür der Hangar gut ist, ne? Raphael liegt da immerhin noch drin und die anderen beiden sind fast tot. Ja, weißt du was, kümmert ihr euch mal um die Pillars am besten einfach. Wir versuchen Raphael einfach da drin gefangen zu halten. Effect in the cause. Curtain falls. But hold your applause. Squirm, squirm. For now down here come the claws. Gale, bitte rutsch nicht aus. War ja klar. Lives, so go.
ja, Guiding Bolt auf ihn da vielleicht am Boden. Rang 1. Fools, fools, how hard you have fought. Brave, brave, but it's all been for naught. True souls that couldn't be bought, doomed, detected and caught. Ansonsten müssen wir irgendwie Damage auf Raphael kriegen. Und dafür cast einfach mal einen Dolchfächer hier rein. Dem kann er nämlich nicht ausweichen. Und du kriegst einen Hit ab. Hang. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. This house of hope. You're doomed. Noch eine Insektenplage hier rein. Er ist einfach komplett im AOE gefangen. Wie wär's damit? Dann können wir Hold Person auf ihn casten? Target must be humanoid. Na super. Können wir ihn stunnen mit einem Mind Blast? Das wäre doch was. Er ist stunned. Das ist unglaublich. Wir halten ihn wirklich einfach da drin fest. Aber wir wollen ihn nicht rausschleudern. I don't know, vielleicht so ein Scorching Ray einfach machen. Was kostet das, ein Spellslot? Ja, ne? Ja. Haben wir sonst irgendeine Attacke, die keinen Spellslot erfordert? Bolt's Life können wir machen. Ja gut, das bringt uns aber gerade nicht viel. Ray of Sickness. Kostet keinen Spellslot, oder? Nein, okay. Er wurde gesaved, aber das macht nichts. Hau die Pillar kaputt. Können wir eine Multi-Attack hier drauf machen? Nee, natürlich nicht. Aber die macht auch so ganz schön viel Schaden an den Dingern, die Mumie. Sie könnte auch noch eine Divine Intervention machen, aber... Divine Strike, ranged, 5% Hitchance. Der Guiding Bolt hat 10%. Dann mach den mal lieber auch hier auf die Pillars. Und wir werden sehen, was passiert, wenn ein Pillar kaputt geht. Gale wiederum. Wie hoch? Naja, die Trefferchance ist nicht hoch genug. Gale, geh auch erstmal hier hoch. Die sind kaputt. Irgendwas hat ihn da abgetroffen, auf jeden Fall. Soul Overcharge. Ich weiß noch nicht, was das bringt. Doomed, detected and caught. Ja, wir schießen weiter diese Pillars kaputt. Wir müssen irgendwie Damage auf Raphael kriegen. Warum brenne ich? Weil wenn ich Raphael Damage mache, fange ich an zu brennen? Okay, das ist nicht gut. Naja. Er ist immun gegen Feuerschaden. Wie sieht's mit einem Blight aus? Hat eine 20%ige Hitchance, ist schlecht. Ich kann aber ansonsten auch gerade nicht mehr viel machen. Dann schießen wir ja auch weiter auf die Pillars. Irgendwas muss das ja bringen, wenn alle kaputt sind. Ich meine, ansonsten könnten wir uns auch einfach alle versammeln und in der Globe stehen. Dass wir nichts machen, also dass er nichts machen kann. Und ich glaube, das tun wir auch gleich mal alle hier oben.
So, können wir ihn von hier oben treffen? Ja, er fliegt dann noch nicht ganz aus dem Hangar raus. Hauptsache, es geht mal ein bisschen Damage auf ihn drauf. Du solltest unbedingt da raus. Es bringt nichts, wenn du so nah dran stehst. Fiendish Ascension? Was macht das denn jetzt? Oh oh. Das gefällt mir überhaupt nicht. Leute? Ich meine, das Ding hält nur für 3 Turns. Das ist das Problem. Ja, schießt mal weiter auf Raphael. Am besten mit allem, was ihr habt. Und trefft. Das ist sehr schön. Öffne doch nicht das Ding da. Sollst dich hier irgendwo hinstellen, von wo du schießen kannst. Hat zwar nur eine 30%ige Chance, aber egal. Schieß. Und ihr da macht diesen Pillar kaputt. So, wir stehen jetzt alle hier oben. Das ist schon mal sehr gut. Treffen wir jetzt noch gut, aber naja, wir können jetzt mit Dixis ihn auf jeden Fall ein bisschen zurückkicken. In die Insektplage, in den Dolchfächer und wieder zurück in die Mitte des Hungers. Wir haben die Killers gleich alle kaputt. Yu-Gi-Oh! Ist auch gleich tot. Genau gesagt jetzt. Aber selber schuld, wenn er da nicht rausgeht. Der letzte Pillar hat auch nur noch wenig HP. Du kommst da nicht mehr raus. Das lassen wir nicht zu. Raphael hat auch nicht mehr so viel HP. Alle verfehlt, so ein Dreck. Ja, ansonsten stelle ich auch mal hier hin, ihr seid ein Schutzschild gegen den Typen. Dixis, kick ihn da wieder weiter rein. Am besten in der Kanz von hier so. Ehrlich, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Dafür würde ich das nicht gerne ausgeben, aber es geht anscheinend gerade nicht anders. Der muss da wieder rein. Und haut diesen letzten Pillar kaputt. So, wir versuchen ihn da drin zu fesseln. Das ist sehr schön, das hat auch funktioniert. Und an denen muss er jetzt auch erstmal vorbeikommen hier. Ja, er kommt da nicht raus. Ja, Raphael, dir geht's nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob du das noch so lange aushältst. Sei froh, dass noch alle Sachen verfehlen, aber Dixis wird jetzt wahrscheinlich treffen. Und jetzt hast du noch 24 HP. Wie können wir die auch noch wegnehmen? Das
absolutely preposterous that any of us are alive. Gabby, we're not. Pinch yourself and check we're not dreaming the last of our lives as we die screaming. Oh God. We're fine, Hope. We did it. Then we're not just fine, we're spectacular. What a wonderful, jubilant, glorious day. But my poor sister, Carilla. It is not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. She made her choice when she sided with Raphael in the first place. She was an entire person before she ever made that choice. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloodied the nose of the bullies who pulled my hair. She was my sister. But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. And despite all the years I've lost, I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, Hope seems calm, and the peace flows from her into you, soothing your very soul. You should come with me. And go where? I don't think I quite know how to be anywhere else but here anymore. Kind of Lancer's like a paint and a thorough cleaning. This could be a lovely little house. And I can hardly leave. After all, who would ever want to think of hell without Hope? I hope I'll see Carilla again one day. Ich glaube, das tut jeder. And I'll say sorry. And I'll tell her she's forgiven. Ist das nicht das Grundkonzept der Hölle? Dass man keine Hoffnung mehr hat? Pieces of my mind that fell out of my head over all those years. And that I'll be able to put myself back together again. I hope the echoes of pain will fade. And memories of sorrow will die. And that you'll visit me here someday. And I hope you have a happy ending of your own. Yay. Die haben irgendwelche Handschuhe bekommen. Was machen die denn? Wo sind die überhaupt gelandet? I don't know, aber wir haben auch den Orphic Hammer. Sortieren wir hier erstmal nach Hype. Und dann haben wir sie hier. Your unarmed attacks deal an additional 1 to 10 force damage. Aber wir machen keine unarmed attacks. Once per turn on an unarmed hit. Ha, machen wir nicht. Ja gut, können wir vergessen. Wir sind ja keine Monks. Was haben die denn so dabei? Interessante Sachen. Die haben nur Waffen. Was hat er? Er ist schon gelootet, weil wir ihn ja auch schon mal besiegt haben. Raphael, was ist denn mit dir? Warum sollte ich dich nicht looten dürfen? Raphaels Diary. I mean... Softer than a whisper. Es ist keiner da, ne? Ich weiß nicht, warum das als Stehlen bewertet wird, aber okay. Eldusk Armor. You are considered proficient with this armor while wearing it. Oh. When you succeed a saving throw, the caster receives burning for 3 turns. You have resistance to fire damage and cannot be burned. You take 3 less damage from all sources. Könnte vielleicht was für Styrian sein? Schicken wir mal an ihn. Und Corilla, was ist denn mit ihr? Report for Raphael. Warum wird alles Dixis encumbern? Lies es erstmal. Somehow, word that the Orphic Hammer is in the House of Hope has gotten out and is circulating on the gates information's black market. I have 2 suspects for this. First, Gortosh, who of course knows many of the house's secrets, and second, the Diabolist for Hire, Helsic, who I think helped Gortosh burgle the Crown of Karsus and might have learned about the hammer from him. If I had to guess, I'd wager it was Helsic, simply because if she has something that's worth money, she'll find a way to sell it. And selling a way to free Orpheus could come with a high price tag. Ja gut. Weiß nicht, wer Corilla war oder wo wir die hier sonst hätten antreffen können, aber naja. Raphael ist jetzt tot. Die Pillars sind weg. Wir haben diese Bücher. Die wir aber beim nächsten Mal lesen, weil das wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauert und wir sowieso schon so lange dabei sind. Wir hätten auch Lams Warhorn benutzen können, das haben wir auch immer noch.
Ansonsten muss ich mal gucken, dass ich irgendwie hier Sachen loswerde. Das hier zum Beispiel kann an Shadowheart geschickt werden. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, eigentlich sollte ich mal hier nach Waits sortieren. Das ist auch wahrscheinlich wieder das Gold, was mich entkommen wird. Schick das einfach auch mal an Shadowheart. Dann ist das ein bisschen besser, weil Shadowheart jetzt mit ihrer Stärke kann ja ultra viel tragen. Wir können ihr jetzt wieder das ganze schwere Zeug geben. Ja gut, aber dann machen wir hier wohl erstmal Pause. Wir haben das House of Hope zu Ende erkundet und haben ja auch schon einiges gemacht. Es war jetzt eine sehr überlange Folge, die doppelt so lang war wie die Folgen sonst. Aber ja, wir haben ja sehr schön viel erreicht. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye bye.